bin eine Leipziger Liedermacherin. Die, die mich kennen, wissen, ich trete mit Gitarre und eigenen Texten auf Deutsch auf. Ende 2023, im November, soll es das nächste Album geben. Schön durcheinander heißt das. Ich mag das Farbkonzept von Grün und Blau und find's doch leider nur auf einer Tomate. Und ich werd doch nicht aus anderer Leben schlau, so bleibt's mein Chaos und meine Karte. Ja, und gleichzeitig ist irgendwie die Welt auch ganz schön durcheinander. Am Ende hab ich noch eine große Mauer gezogen. Man weiß nie, sind die anderen einem eigentlich gewogen. Jedenfalls ist dieses Land jetzt gut geschützt. Bin mir sicher, dass das noch von großem Nutzen ist. Und dann braucht es so ein Album und es braucht die Konzerte mit euch und dieses Zusammenkommen, um zwischendurch sich daran zu erinnern, dass die Welt auch eigentlich ganz schön sein kann. Und dann weiß ich, du sitzt nebenan, und dass ich immer, wann ich will, zu dir rüber kann. Und du blickst mir entgegen und verstehst, wie es mir geht, und ich lehne mich bei dir an. Auf diesem Album werden 12 Lieder Platz finden. Davon sind 6 Lieder schon im November aufgenommen worden. Unter anderem Undine oder In mir wird es hell, C'est la vie. Undine, dein Vater ist zornig. Bitte sag ihm, von uns, es tut uns leid. Genau das, was ihr auf den Konzerten seht und liebt und hört. Gitarre, mich und meine Lieder. Das liebe ich auch an den Aufnahmen von Jonas Fehrenberg. Die klingen, als würde ich neben euch im Wohnzimmer sitzen, und das finde ich sehr, sehr schön. Lauf deinen Schuhen nicht davon. Du hast sie doch gerade erst angezogen und dein großer Flug hat erst begonnen. Du bist noch nicht mal abgehoben und jetzt stehst du da. Bei denen, die mitfiebern, seit ich vor 3 Jahren das Theater an den Nagel gehängt habe und Musik mache. Alle, die da mitfiebern, auf Patreon oder auch sonst, die zu den Konzerten kommen und sich verlieben in die Texte. Für all die, die nach den Konzerten gefragt haben, ob es bestimmte Lieder schon auf einem Album gibt und ich immer verneinen musste bisher. Da für euch kommen diese Lieder jetzt tatsächlich endlich auf ein Album. Crowdfunding ist so gedacht, dass ihr durch eure Vorbestellung des Albums dieses finanziert. Also die Herstellung des Albums funktioniert nur, wenn wir dieses Funding-Ziel erreichen, diese 3.700 Euro. Das Geld geht tatsächlich drauf für die Aufnahmen, für Mixing, Mastering und nachher für die Pressung. Eine Scheibe in einer Hülle, nur aus Pappe, kein Plastik. Aber mit einem Booklet, mit allen Texten drin, mit schönen Bildern von Christine Goy. Ich spiele seit 3 Jahren Konzerte und es werden immer mehr. Natürlich bekomme ich dafür Geld, das ist wunderschön. Aber dieses Geld finanziert vor allem meine Lebenshaltungskosten, was ich eh schon großartig finde. Ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass das funktioniert. Ich glaube, das ist ein großes Privileg. Aber es reicht eben nicht dafür, ein Album noch aufzunehmen. Dafür brauche ich tatsächlich euch und eure Unterstützung. Deine Prinzessin, du hast es so schwer, doch du schaffst es, du darfst an dich glauben. Bleib mutig und freundlich, behalt dir dein Lächeln, die Neugier und die strahlenden Augen. Wer steht hinter diesem Projekt? Das bin immer noch nur ich. Ich habe zwischendurch mal überlegt, ob ein Label oder irgendwas gut wäre, aber die Tatsache ist, ich habe einfach viel zu viel Spaß an dem ganzen Zeug. Ja, es ist dann vielleicht manchmal ein bisschen schätze, aber wenigstens ist es alles von mir. Ha! Doch ich habe rausgefunden, das macht nichts. Manchmal, da kann ich das allein. Manchmal, ja, manchmal kann ich mein eigener Turm in der Brandung sein. Wenn alles wieder zu laut ist und die Welt dreht sich viel zu schnell, dann schließe ich die Augen und summe ganz leise und